Einen schönen guten Morgen, darf ich alle begrüßen. Wir wollen anfangen mit einer neuen Reihe im kirchlichen Unterricht, wahrscheinlich so 7, 8 Teile ungefähr, wissen wir noch nicht genau. Und zwar geht es um die besten Irrlehren der Kirchengeschichte. Und heute werden wir eine Einführung hören zu diesem Thema, Irrlehre. Was ist das überhaupt und was geht uns das an? Bevor wir das tun, wollen wir miteinander beten. Also Gott, wir danken dir, dass du uns zu dir rufst und versammelst an diesem Sonntag, dem Tag des Herrn, und dass du uns unter deinem Wort versammelst, deinem Wort, was die Wahrheit ist und heilsame Lehre, Lehre, die zum Heil führt, zur ewigen Herrlichkeit bei dir, wenn wir sie glauben. Und doch wissen wir allzu gut, dass diese gesunde, heilsame Lehre schon immer umkämpft war vom Satan und seinen Horden, von ihr Lehrern und letztlich auch von uns selbst und unserem Kleinglauben oder unserem Unglauben, deine Worte anzunehmen und zu glauben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, das voneinander zu scheiden und den rechten Weg zu wählen, den Weg des Glaubens und des Vertrauens auf deine heilsamen Worte, dass wir auch unterscheiden lernen, das Wort Gottes recht zu unterscheiden und anzuwenden auf unser Leben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. So, die Frage ist natürlich, was wollen wir mit dieser Reihe über Irrlehre oder Irrlehren? Natürlich ist es nicht unsere Motivation, irgendjemanden zur Irrlehre zu verführen. Wenn das passieren sollte, dann hätten wir unser Ziel weit verfehlt. Aber es gibt mindestens zwei Gründe, warum wir das machen. Das eine ist, je mehr man sich beschäftigt mit Irrlehren, die es gab im Verlauf der Geschichte, der Kirchengeschichte, im Verlauf der letzten 2000 Jahre, sagen wir mal, dann sieht man eigentlich sehr schnell, wo man das heute wiederfindet. Manchmal fast in Reihenform, wie es damals schon mal irgendjemand oder viele Leute geglaubt haben und gelehrt haben. Manchmal in abgewandelter Form, aber doch immer noch so, dass wir sagen können, auch in der Theologie gilt das natürlich, dass es nichts Neues gibt unter der Sonne. Sondern gerade in der Theologie ist es eher so, irgendwas, was neu ist. Ein Lehrer, der etwas Neues in der Theologie sagen will. Ein Pastor, der sagt, heute verkündige ich euch was ganz Neues. Das ist höchstwahrscheinlich dann in dieser, geht sehr schnell in diese Ecke und Richtung der Irrlehre. Das heißt, wenn wir lernen über die Alten, über die Irrlehren der Vergangenheit, dann hilft uns das auch, die Irrlehren von heute zu entdecken, die andere glauben, die wir selber vielleicht noch glauben oder wo wir noch dran hängen. Leider merke ich das und ich denke ihr auch, dass die Theologen, die christliche Theologie, vor allem hier im Westen, also in westlichen Ländern, Nationen, hat so eine Gier nach Neuem, eine Sensationsgier nach Neuem. Und das führt dazu, denke ich, dass man sagen kann, also das Christentum, der christliche Glaube ist eine der wenigen Religionen, vielleicht die einzige Religion, wo es jede Menge eigene Lehrer gibt, Fachleute, die also bezahlt sind von der Kirche und die nichts anderes tun wollen, als diesen christlichen Glauben zu widerlegen. Das ist perfide, man hört das ja immer wieder in den Nachrichten mal, der Pfarrer XY leugnet die Auferstehung, leugnet dieses und jenes und versucht das in seinen Büchern zu begründen, wieso das alles Humbug ist, was die Kirche da glaubt. Das gibt es so in anderen Religionen sehr, sehr wenig, sehr selten. Das ist also das Erste, die Irrlehren von damals sind oft auch die Irrlehren von heute. Und das andere ist, dass wir merken werden, hoffentlich, dass der eigene Glaube, unser eigener Glaube an Profil gewinnt, an Tiefe gewinnt, wenn wir uns eben auseinandersetzen mit dem, was wir nicht glauben, mit dem, was falsch ist, was gefährlich ist, was in die Irre führt. Ich denke, es ist sogar richtig, ich will so weit gehen zu sagen, wer falsche Lehre, wer Irrlehre nicht
kennt, wer ihr Lehren nicht 3 Meilen gegen den Wind schon riechen kann, der kennt auch wahrscheinlich nicht die gesunde Lehre der Bibel und des Evangeliums. Wer das nicht unterscheiden kann, wer nicht merkt, das riecht gefährlich nach ihr Lehre, der kennt vielleicht auch die wahre Lehre nicht wirklich. Also heute eine kleine Einführung in dieses Thema. Nächstes Mal dann die erste Irrlehre. Raphael wird, da habe ich einen Fachmann in Irrlehren gewinnen können, unser Bruder Raphael. Aber heute einige einleitende Fragen, die uns auch gleich zur Diskussion an und zu euren Fragen anregen sollen. Zunächst mal die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und vielleicht auch jemand jetzt gerade auf dem Herzen hat, warum müssen wir überhaupt irgendetwas als Irrlehre brandmarken? Ist das nicht völlig lieblos und politisch unkorrekt und so weiter und so fort? Insbesondere christliche Theologen, warum müssen wir unbedingt christliche Pastoren, Theologen aus der Vergangenheit und Gegenwart, warum müssen wir die als Irrlehrer oder ihre Lehre als Irrlehren brandmarken? Ist das nicht, können wir nicht einfach alle miteinander auskommen, friedlich und liebevoll? Das hört man immer wieder. Warum? Ich denke zunächst deshalb, weil unsere Aufgabe, jetzt sage ich mal meine Aufgabe als Pastor, unsere Aufgabe als Hirten der Gemeinde ist es nicht, die ganze Welt zu lieben und zu umarmen und zu sagen, es ist alles gut, Friede, Friede, alles wunderbar. Sondern unsere Aufgabe ist eine ganz andere, wie es zum Beispiel in der Apostelgeschichte heißt, Apostelgeschichte 20, ein Auftrag an die Hirten der Kirche, Jesu Christi. Da heißt es, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er, also Christus, durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Ihr Lehrer, verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Das heißt, wir sollen Acht haben auf die eigene Herde. Wir müssen warnen vor denen, die aus der eigenen Mitte sogar aufstehen und verkehrte Dinge reden. Das ist die Aufgabe eines Pastors und eines Hirten. Das war auch der Hintergrund sicherlich für einen großen Streit, vielleicht den einzigen großen Streit jetzt zwischen den zwei Aposteln, Petrus und Paulus, von denen wir zumindest in der Bibel hören, vielleicht haben sie noch öfter gestritten, das wissen wir nicht, aber im Galaterbrief, Galater 2, ist die Rede davon, wie Paulus und Petrus in einer ernsthaften Auseinandersetzung waren, und da heißt es, Paulus schreibt in Galater 2, Vers 11, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Es war falsch, was er gelehrt und verbreitet hat. Es war falsch, es geht nicht. Gefährlich. Und was war passiert? Er hatte Angst, heißt es im Text. Petrus hatte Angst vor der sogenannten judenchristlichen Fraktion, also vor Christen, die eigentlich noch an jüdischen Gebräuchen festhalten wollen, vor der Beschneidungsfraktion, also denen, die gesagt haben, okay, Christsein, an Jesus Christus glauben, ist schön und gut, aber man muss doch immer noch beschnitten werden, auch als Christ. Und Paulus hat gesagt, das ist Heuchelei. Petrus oder ein Lehrer der Gemeinde, ein Apostel, muss ganz klar reden, was richtig und was falsch ist. Da kann ich den Leuten nach dem Mund reden, da muss die Gemeinde bewahren vor Irrtum, vor Irrlehre. Und auch auf diese Irrlehre übrigens, die Paulus hier den Petrus bezichtigt hat, werden wir zu sprechen kommen im Lauf dieser Reihe. Das ist also das Erste, die Aufgabe der Hirten ist es klar zu trennen zwischen guter, gesunder Lehre und falscher Lehre. Dann der zweite Grund, warum wir das so klar sagen müssen und brandmarken müssen, ist, nur wenn es Irrlehre oder falsche Lehre gibt es auch das Gegenteil, gesunde Lehre, rechte Lehre, Orthodoxie heißt ja rechte Lehre, aufrechte, gesunde Lehre. Das ist ein Resultat unserer Zeit, ein Resultat des Relativismus als Weltanschauung, auch besonders in der Postmoderne hatten wir das sehr stark, dieses Denken, dass es völlig unnötig ist und dass es sehr unfreundlich, unhöflich ist, irgendetwas Irrlehre zu nennen oder überhaupt auch falsch zu nennen. Dass es etwas gibt, was richtig ist und etwas anderes, was völlig falsch ist, das kann man so nicht sagen.
Und das ist überheblich. Das ist überheblich, wenn wir behaupten, das hört man immer wieder, wenn wir behaupten, die Wahrheit zu kennen oder die Wahrheit zu verkündigen oder zu lehren. Im Gegensatz zu anderen, irgendwo, wer auch immer, die falsche Dinge lehren und verkündigen. Das ist überheblich, das darf man nicht sagen. Ich denke, das kennen wir alle, dieses Denken. Und dazu hat ein britischer Autor, den ich gerne mal lese, Chesterton, hat, den man kennt vielleicht auch von diesen Vater Braun Kriminalgeschichten, die ja auch verfilmt wurden. Chesterton hat geschrieben, woran wir heute kranken, das ist schon eine Weile her, aber das gilt immer noch, woran wir heute kranken, ist Demut am falschen Fleck. Also Demut ist schon richtig, aber das ist Demut am falschen Fleck. Die Bescheidenheit hat das Selbstbewusstsein freigegeben und sich stattdessen der Glaubenskraft bemächtigt, wo sie doch nie etwas zu suchen hatte. Der Mensch sollte an sich selbst zweifeln, aber doch nicht an der Wahrheit. Das aber hat sich genau ins Gegenteil verkehrt. Heute ist das, worauf der Mensch beharrt, genau der Teil, auf dem er nicht beharren sollte. Er selbst. Und das, woran er zweifelt, ist genau der Teil, an dem er nicht zweifeln dürfte, nämlich die Vernunft Gottes. Das heißt, wir sind heute selbstbewusst, was unsere Person angeht, aber nicht die Wahrheit. Da meinen wir, müssen wir demütig sein. Das kann sowieso niemand richtig Wahrheit erkennen. Das ist aber nicht Demut. Es ist nicht Demut, die Wahrheit Gottes zu relativieren. Das ist nicht Demut. Das ist Überheblichkeit, dass wir Gott nicht glauben. Das sind also zwei wichtige Gründe, warum wir von Irrlehre sprechen. Und jetzt in einem anderen Teil, also bis zum Schluss, will ich noch ein paar wichtige Voraussetzungen nennen. Wir wollen uns fragen, was sind eigentlich Voraussetzungen? Es gibt wichtige Voraussetzungen, dass wir überhaupt von Irrlehre reden können und dass wir Irrlehre beurteilen können. Gibt es wichtige Voraussetzungen? Eine Voraussetzung ist, dass die Bibel an und für sich klar ist. Dass die Bibel kein Buch mit 7 Siegeln ist, das sowieso niemand so richtig verstehen kann. Vielleicht ein paar Fachleute können es verstehen. Nein, die Grundlage ist, dass die Bibel an und für sich klar ist. Sonst gibt es keine Irrlehre, können wir sie nicht beurteilen. Das ist eine Überzeugung, die Reformatoren in den Mittelpunkt gestellt haben, die sie wiederentdeckt haben, das haben sie nicht erfunden, aber die sie angeführt haben gegen die römische Kirche. Die römische Kirche hat das eben immer wieder suggeriert, dass Laien sowieso die Heilige Schrift eigentlich nicht verstehen können. Die haben auch gesagt, der römische Kirche, dass die Reformatoren natürlich völlig verwirrt sind und die Schrift verdrehen und nicht verstehen. Die Reformatoren haben gesagt, nur wenn die Schrift, die Offenbarung Gottes an und für sich klar ist und unwidersprüchlich ist, können wir das Heil finden und können wir dann auch beurteilen, was ist richtige Lehre und was ist falsche Lehre. Das war ihr Bekenntnis, dass die Gottes Offenbarung, Gottes Wort im Prinzip klar ist und deutlich ist. Zweite Voraussetzung ist, dass diese Schrift, das Wort Gottes, eine einheitliche Theologie enthält. Auch das, denke ich, wissen wir alle, wird heute oft nicht geglaubt. Viele Christen meinen, es gibt eben unterschiedliche Ansichten zu irgendwelchen theologischen Fragen, unterschiedliche Ansichten. Du hast deine Wahrheit, ich habe eben meine Wahrheit und dann versuchen wir irgendwie miteinander auszukommen. Aber so richtig kann man es eh nicht sagen, was die Bibel lehrt. Weiter kommen wir nicht. Wir kommen bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist das eben die Endstation. Und das ist eigentlich auch eine Form von Relativismus, die sich breit gemacht hat schon lang in unseren Kirchen, in den Kirchen. Und es ist auch eine Aussage am Ende über die Heilige Schrift, dass wir nicht glauben, dass die Heilige Schrift eben einheitlich ist und klar ist, sondern dass jeder die Heilige Schrift formen kann und biegen kann, wie er gerade will. Und jeder hat genau gleich Recht wie jeder andere. Viele Christen meinen, es gibt nicht die eine Lehre von der Taufe zum Beispiel oder vom Heil oder von der Trinität, Dreieinigkeit, sondern es gibt viele verschiedene. Und wer soll mir sagen, ob welche jetzt richtig ist und welche falsch? Wir tun das nicht, wir halten daran fest, dass die Bibel aus einem Guss ist, aus einem Stück,
geschrieben über eine lange Zeit von vielen menschlichen Schreibern, aber dahinter steckt das Wirken Gottes, das garantiert für die Einheitlichkeit, für die Einheit dieser einen heiligen Schrift und damit auch eine Theologie und eine Aussage. Das heißt nicht, dass es nicht Unterschiede gibt zwischen Petrus und Paulus, haben wir gerade gesehen, oder auch im Alten Testament, aber ultimativ gibt es eine Theologie und eine Botschaft, die nicht widersprüchlich ist. Das ist natürlich auch die absolut notwendige Grundlage überhaupt für sowas wie, was die Theologen systematische Theologie nennen. Man kann keine systematische Theologie also zusammenfassen. Was lehrt die Bibel insgesamt zum Beispiel über die Taufe? Wenn man davon ausgeht, die Bibel lehrt gar nicht insgesamt. Die Bibel lehrt hier mal das und dann lehrt sie da wieder was ganz anderes und es ist nicht einheitlich. Das ist die Voraussetzung für Theologie insgesamt. Dann eine dritte Voraussetzung, wenn wir von Irrlehre reden, ist, dass diese Theologie der Bibel nachprüfbar ist, objektiv nachprüfbar ist. Wir wollen uns nicht und wir müssen uns nicht verstecken als Reformierte in unser reformiertes Schneckenhaus sozusagen zurückziehen und sagen, ja, wir glauben das, die Botschaft der Bibel auf eine bestimmte Art und Weise, aber das glauben andere nicht und dann verstehen die uns auch nicht, da können wir nicht mit denen ins Gespräch kommen, das ist völliger Quatsch. Gottes Wort ist eine Wahrheit, eine einzige Wahrheit. Und wer offen zuhört, davon sind wir überzeugt, den kann Gott auch überzeugen von der Wahrheit der Schrift. Warum kommen Christen zur Überzeugung, dass die Kindertaufe unbiblisch ist, dass nur Erwachsene getauft werden sollen, weil die Bibel nicht klar ist? Nein, natürlich nicht. Weil jeder seine eigene Wahrheit haben kann? Auch nicht. Das ist auch nicht der Grund. Warum dann? Weil sie nicht offen sind und nicht offen und unvoreingenommen den Argumenten zuhören wollen und dahin gehen wollen, wo die Heilige Schrift eben klar führt. Wenn wir das nicht mehr glauben, dann haben wir wirklich nichts zu sagen denen, die anders glauben. Das ist oft so, ich denke, wir kennen das alle, Meinungsverschiedenheiten unter Christen, die führen dazu, dass man sich irgendwie versteckt hinter einer Barriere und sagt, das ist eben jetzt mein Erkenntnisstand und das ist dein Erkenntnisstand und da kann ich nichts dran ändern, dass ich das halt im Moment so erkenne und da kannst du mich nicht überzeugen, ich dich nicht überzeugen. Sicher gibt es das, einen unterschiedlichen Erkenntnisstand unter Christen, klar, ein junger Christ, also vom Alter her jung oder jemand, der eben erst als Erwachsener zum christlichen Glauben gefunden hat, hat einen niedrigen Erkenntnisstand zunächst mal. Andere sind vielleicht viel reifer, das ist richtig. Aber das schützt uns natürlich nicht vor Irrtum. Man könnte nicht sagen, ich habe halt einen niedrigen Erkenntnisstand, dann glaube ich halt, was ich will. Nein, auch da sind wir verantwortlich, die Wahrheit zu glauben. Ist auch keine Entschuldigung zu sagen, der Heilige Geist hat mir das eben noch nicht so offenbart. Oder der Heilige Geist hat mir was ganz anderes gezeigt. Das sind Dinge, die in eine ganz andere Richtung gehen. Also die Offenbarung Gottes, was Gott uns sagen will, die Lehre der Schrift ist offen, ein für alle Mal offenbart und ist so offenbart, dass wir das nachprüfen können. Objektiv nachprüfen können. Es lässt sich objektiv nachprüfen anhand der Schrift, was richtige und was falsche Lehre ist. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Also kein Skeptizismus, kein Relativismus und all diese Dinge, wenn wir sprechen über die Bibel. Die vierte Voraussetzung für ihr Lehre ist, dass die Bibel auch sowas tatsächlich enthält wie ein System von Lehre, von Theologie. Das ist verwandt mit den anderen Punkten natürlich. Aber wichtig ist, und auch das müssen wir ganz deutlich sagen, auch im Gespräch mit vielen Geschwistern, Lehre, biblische Lehre ist nicht einfach ein Aneinanderreihen von 3 oder 5 oder 7 Bibelversen. Das macht noch keine Lehre aus. Ja, okay, da gibt es Taufe, dann nehme ich 5 Bibelverse, wo das Wort Taufe drin vorkommt. Das ist nicht Lehre, das ist nicht Theologie. Sondern es gibt in der Bibel einen systematischen Zusammenhang von A bis O oder Alpha bis Omega, vom Anfang bis zum Ende. Die Bibel selbst warnt uns vor falscher Lehre und legt uns Lehrern auf, ein ganzes System von richtiger Lehre zu lehren. Nicht Bibelverse,
den Leuten beizubringen, das ist auch wichtig. Aber eine gesunde Lehre zu verbreiten, das sollen die Lehrer. Zum Beispiel sagt Paulus im 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 1, Vers 3, zu Timotheus: Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Fremden Lehren heißt, steht im Griechischen hier, Heterodoxie. Also Orthodoxie ist die richtige Lehre und Heterodoxie ist die falsche Lehre. Ein System von falschen Lehren zu verbreiten. Oder 1. Timotheus 6. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, das ist auch ein ganzes System gemeint, nicht nur eine Aussage. So ist er aufgeblasen und versteht nichts, der versteht gar nichts. Und dagegen, das positive Gegenstück, sagt Paulus 2. Timotheus 1 zu Timotheus: Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Das Muster ist ja auch wieder ein ganzes Koordinatensystem von Lehren, die zusammenhängen und zusammenpassen. Und eine letzte Voraussetzung, auch wichtig, denn das sind alles grundsätzliche und wichtige Überzeugungen, die wir haben. Um von ihrer Lehre sprechen zu können, das setzen wir voraus, dass der Glaube, der christliche Glaube, einen Inhalt hat. Einen objektiven Inhalt, den man in Sätzen auch aufschreiben kann, den man bekennen kann, den man aussprechen kann mit Worten. Unser Glaube oder der biblische Glaube hat einen objektiven Inhalt, den wir nicht einfach aufgeben können, den wir nicht immer weiter reduzieren können, bis nichts mehr übrig bleibt. Für viele Evangelikale ist die Diskussion, die wir jetzt führen wollen, die Diskussion über ihre Lehre, also was ist falsche Lehre, was ist richtige Lehre, das ist völlig überholt, so eine Diskussion. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr in ihrem Denken. Sie haben diese Koordinaten nicht, richtige Lehre und falsche Lehre, dass man sich wegen falscher Lehre von einer Gemeinde trennen muss vielleicht oder von einem Lehrer, dass man den nicht mehr liest oder hört. Und warum nicht? Weil für sie der Glaube anders ist. Der Glaubensbegriff, die Vorstellung von Glauben ist völlig umdefiniert. Das hat nichts mit Inhalt zu tun. Es gibt keinen objektiven Inhalt. Sondern der Glaube ist, ja, ich habe eben die und die Erfahrung gemacht mit Jesus Christus letzte Woche. Dann weiß ich, dass das wahr ist. Ich spüre Jesus in meinem Herzen. Und der Lehrer, der predigt irgendwie, und dann spüre ich irgendwas in meinem Herzen. Das ist völlig unerheblich, ob das richtig oder falsch ist. Das ist dann per Definition richtig. Und dazu hätte Paulus sicherlich gesagt, der Apostel Paulus: Wenn Jesus nur, ich formuliere da ein bisschen um, was er im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, über die Auferstehung gesagt hat, wenn Jesus nur in unseren frommen Herzen auferstanden wäre oder leben würde, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Das wäre dann nicht mehr als eine Erfindung unserer Frömmigkeit. Da geht es nicht um das, was Jesus, was er selber wirklich ist, objektiv, was er selber wirklich objektiv getan hat und was er objektiv gelehrt hat und was wir in der Schrift finden. Wir haben ein anderes Glaubensverständnis als das. Wir haben das Glaubensverständnis, wie es zum Beispiel im Heidelberger ja zusammengefasst wird. Da heißt es in Frage 21, was ist wahrer Glaube? Und der erste Teil heißt es, wahrer Glaube ist nicht allein, also es ist mehr als das, aber er ist eben auch eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat. Glaube ist also zuerst, bevor der Heidelberger zum zweiten Teil kommt, auch zu dem Herzensglauben, aber im ersten Teil ist er eine Erkenntnis von dem, was Gott offenbart hat. Das steht da, schwarz auf weiß. Wer diese Dinge nicht kennt, der kann sie auch nicht glauben. Wer sie nicht glaubt, der ist nicht gläubig, der ist kein Christ. Deshalb lehren wir den Glauben. Auch das kennen viele Christen heute nicht mehr. Dass man den Glauben lehren und beibringen muss, dass es sowas wie Katechismus geben muss. Nein, ein kleines Kind erfährt irgendwas mit Jesus und dann ist das Thema erledigt. Das kleine Kind ist gläubig und was muss es dann noch lernen? Und Erwachsene genauso. Das führt zu einem Christentum ohne Lehre. Also ohne Lehre nicht von vorne, sondern ohne, dass man weiß, dass man in einer Schule des Glaubens ist und lernen muss, dazulernen muss. Und Lehrer braucht. Ich denke, das sind alles wichtige Erinnerungen oder wichtige Grundlagen unseres Glaubens. Und damit sind wir auch bei der zentralen Frage, die wir uns natürlich auch stellen müssen, bevor wir in die einzelnen
ihr Lehren dann eintauchen. Was ist eigentlich ihr Lehre? Also eine Art Definition. Den Begriff hört man immer mal wieder, manchmal wird er sehr lose gebraucht oder umhergeschmissen. Für alles Mögliche, was vielleicht falsch ist, was nicht dem eigenen Verständnis, was nicht, auch nicht der biblischen Lehre entspricht. Demnach ist es genauso eine Irrlehre, wenn ein Christ oder jemand, der sich Christ nennt, die Dreieinigkeit leugnen, sagt, das steht nirgends in der Bibel, er leugnet das, das wäre Irrlehre. Genauso wie wenn ein Nicht-Christ, auch das hört man, jemand, der gar nicht gläubig ist und es gar nicht beansprucht, und er leugnet die Existenz Gottes oder er leugnet die Auferstehung oder dass Jesus überhaupt gegeben hat, dass er je gelebt hat, sagt man genauso, das ist ihr Lehre. Aber das ist eigentlich eine Verwirrung von diesem Begriff. Das ist nicht sehr hilfreich. Traditionell wird der Begriff ihr Lehre gebraucht als etwas Internes, könnte man sagen. Also ihr Lehrer kann nur jemand sein, der sich auch im Rahmen des christlichen Glaubens oder der Kirche befindet oder selber so sieht, ansieht, dafür hält. Nicht jemand, der sowieso außerhalb des christlichen Glaubens steht. Also ein Dawkins oder was für immer wir für Kritiker des christlichen Glaubens haben, die selber gar nichts damit zu tun haben wollen, sondern nur von außen kritisieren, die können auch keine Irrlehrer sein. Sie sind keine Lehrer der Kirche, also können sie keine Irrlehrer sein. Das ist das Erste, also Irrlehre beschreibt Lehrer oder Lehre derer, die sich für christliche Lehre halten. Das ist wichtig als Unterscheidung. Und das Zweite, was auch wichtig ist, wenn wir das gebrauchen, Irrlehre ist nicht jede denkbare Aussage, die falsch ist, die also nicht der Bibel entspricht. Es ist nicht alles Irrlehre, was nicht der Bibel entspricht. Wenn wir von Irrlehre reden, dann meinen wir Lehren, die Menschen, die Gläubigen in die Irre leiten. Daher kommt ja der Begriff. Und in die Irre meint ganz einfach das, dass wenn Christen diese Lehre glauben, dann gehen sie verloren. Dann kommen sie nicht an im Himmel. Dann gehen sie verloren. So schlimm. Also das ist die Kategorie, über das wir reden. Wir reden nicht über Kleinigkeiten, wir reden nicht. Es ist nicht eine Irrlehre, wenn jemand sich hinstellt und seine Exegese, seine Auslegung von Johannes 3, Vers 16 ist mal wieder granatenmäßig daneben. Und es steht einfach nicht so da. Mit dem Griechischen hat es schon gar nichts zu tun. Das ist nicht ihr Lehre. Das ist eine falsche Exegese, falsche Auslegung, ja, keine Frage. Das macht es nicht gut, aber es ist nicht ihr Lehre. Ich denke, in diesem Sinn finden wir ihr Lehre auch in der Schrift im Neuen Testament gebraucht. Nicht immer mit dem Begriff, oft mit anderen Begriffen, aber es ist dasselbe gemeint. Das ist natürlich das, was entscheidend ist für uns. Was finden wir auch in der Schrift? Zum Beispiel im 2. Johannesbrief, da sagt Johannes oder schreibt Johannes zunächst, 2. Johannes 4, er sagt, es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern, also das spricht von einer Gemeinde, solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Und dann kommt er zu dem Gegenteil in Vers 7, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Verführer sind die Irrlehrer und sie haben eine ganz bestimmte Irrlehre, die hat einen ganz bestimmten Inhalt, nämlich dass Jesus Christus nicht im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist, sagt Johannes. Also eine konkrete Irrlehre wird beim Namen genannt und dann in Vers 9 kommt die Konsequenz. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, sondern eben das glaubt, was diese Irrlehrer lehren, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. So entscheidend ist diese Lehre, Fleisch geworden oder nicht, ist Jesus Fleisch geworden oder nicht, dass man entweder den Vater nicht hat und den Sohn auch nicht hat, verloren geht, oder man hat sie, beide, den wahren Gott. Darum geht's. Oder auch im Galaterbrief, Galater 1, Vers 9, ist Paulus auch sehr kategorisch und nachdrücklich. Und er sagt, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Und warum verflucht? Er ist verflucht, wenn er selber das glaubt. Und es geht auch um einen konkreten Inhalt dann im Galaterbrief, wird das klar. Das, was da als Evangelium gelehrt wird von manchen, ist kein Evangelium, sondern es ist die gute alte Werkgerechtigkeit.
Und wer das lehrt als Evangelium, der ist verflucht, weil er selber nicht gerettet wird und weil er noch andere verführt, die seine Botschaft glauben. Das ist eine Irrlehre, weil sie dazu führt, dass man am Ende nicht das Heil hat, nicht Gott hat. Und als letzte Stelle, die ich nennen möchte, ist der 2. Petrusbrief, Kapitel 2. 2. Petrus 2 sagt der Apostel, es werden auch unter euch falsche Lehrer sein, die heimlich verderbliche Sekten, wörtlich heißt es da Häresien, einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Warum schnelles Verderben? Weil sie nicht im Glauben stehen, weil sie nicht gerettet werden. Sie werden verurteilt. Nicht nur als Lehrer, ihr habt da ein bisschen falsch gelehrt, also als Lehrer taugt ja nichts, aber ihr seid immer noch gute Christen. Nein, aus und vorbei. Verdammt. Also nochmal zusammengefasst als Definition, die wir sicherlich immer mal wieder nennen werden. Ihr Lehren sind Lehren von sogenannten christlichen Lehrern, die den christlichen Glauben so radikal umdeuten, umdefinieren, dass jemand, der das glaubt, verloren geht. Das sind Irrlehren. Und die meisten Irrlehren, die wir behandeln werden, sind entstanden in der Kirchengeschichte, also nach dem Zeitalter Jesu und der Apostel. Aber ich möchte als vielleicht kleinen Vorgeschmack drei Irrlehren kurz nennen, die in der Bibel selbst schon eine wichtige Rolle spielen. Das ist also nicht erst später dann entstanden, sondern in der Bibel selbst. Und die als Problem genannt werden und die bekämpft werden. Damals zum Ersten, habe ich schon genannt, die Gesetzlichkeit. Das ist eine Irrlehre, die wir in der Heiligen Schrift finden. Das ist die Rede von den sogenannten Judaisierern oder dieser judenchristlichen Fraktion. Das ist also zunächst mal ist das die Lehre, dass wir gerettet werden oder gerettet werden können durch unsere Werke, durch unseren Gehorsam gegenüber dem alttestamentlichen Gesetz. Und vor allem meint das dem Zeremonialgesetz im Alten Testament. Dann ist es aber auch die Lehre, dann im übertragenen Sinn, dass Christen, nachdem sie gläubig geworden sind, vielleicht richtig, auf richtigem Wege, wenn man sich das vorstellen kann, dann doch wieder nachträglich verpflichtet werden müssen auf all diese Dinge, auf dieses Zeremonialgesetz, auf jüdische Gebräuche. Zum Beispiel eben habe ich genannt die Beschneidung. Und da sehen wir eine große, wichtige Auseinandersetzung unter den frühen Christen, den Aposteln, in der Apostelgeschichte 15 über diese Frage. Und es wird ganz deutlich geurteilt über diese Irrlehre. Eine zweite, die sicherlich nicht überraschend genannt wird, eine zweite Irrlehre in der Heiligen Schrift, ist das Gegenteil von Gesetzlichkeit ist die Gesetzlosigkeit. Manchmal nennt man es auch Antinomismus, also gegen das Gesetz. Gegen das Gesetz, ja. Immer wieder ist das Thema bei Paulus. Ganz deutlich in Römer 6, da zitiert er fast, denke ich, solche gesetzlosen Lehrer, so Antinomia, wenn er sagt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Anscheinend haben das manche so geglaubt und manche so gelehrt. Ja, wenn wir aus Gnade gerettet sind, dann machen wir einfach so weiter wie vorher, sündigen möglichst viel, weil dann die Gnade möglichst groß wird. Oder auch ein paar Verse weiter in Römer 6, Vers 15 sagt er, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Paulus selber sagt dann, gibt die Antwort, das sei ferner. Weg mit diesem falschen Denken. In beiden Fällen handelt es sich um Irrlehre, verbreitet von christlichen Lehrern. Das ist, wie gesagt, die eine Grundlage. Und so schlimm, dass man, wenn man das glaubt, nicht gerettet wird. Gesetzlichkeit auf der einen Seite macht die Gnade zunichte. Man braucht keine Gnade, weil man sich ja einbildet, durch den eigenen Gehorsam, den man leisten kann gegenüber dem Gesetz, gerettet zu sein. Und damit verpasst man das Evangelium. Man ist aus dem Evangelium, aus der Gnade rausgefallen. Und die Gesetzlosigkeit als Christ, dass man meint, ja, wenn eh alles Gnade ist, dann kann ich auch leben, wie ich will, die macht deutlich, dass man nie angefangen hat zu glauben. Das ist das Neue Testament ganz deutlich, dass man nicht an das Evangelium glaubt.
Und noch ganz kurz eine dritte Irrlehre, die uns auch begegnet wird und die uns im Neuen Testament immer wieder begegnet, ist die sogenannte Gnostik. Gnostik, das ist eine Art Spezialwissen, Spezialdisziplin der Christen. Da gibt es viele verschiedene Ansichten, die man da vereinigen kann unter diesem Denken. Es ist ein sehr esoterisches Denken, vor allem das Denken, dass alles, was geschaffen ist, also die ganze sichtbare Welt, die ganze Schöpfung, ist an sich schon böse. Alles, was materiell ist, ist böse und schlecht. Und dann gibt es gegenüber der bösen Materie gibt's das gute Geistliche, die geistliche Welt. Die ist gut, aber Materie ist schlecht und böse. Und wir können uns ausrechnen, zu welcher Irrlehre das führt. Das ist an sich schon eine Irrlehre, aber wozu führt das? Wenn die Materie, das Geschöpfliche schlecht ist, dann, so haben sie es gesagt, kann der Sohn Gottes nicht wirklich Mensch geworden sein. Weil das ist völlig undenkbar, dass der gute Gott böses Fleisch annimmt. Das geht nicht. Und das führt zu Auseinandersetzungen, zu Antworten, dann gerade in den Johannesbriefen. Die drei Johannesbriefe beschäftigen sich immer wieder mit dieser Irrlehre der Gnostik oder des Gnostizismus. Am Ende, wer entscheidet, was eine Irrlehre ist? Schwierige Frage, ist keine Fangfrage. Die ganze Kirche entscheidet das. Wir haben heute eine Welt, wo Christen allein sich hinstellen, auf ihrer Website, auf ihrem Blog, dann irgendetwas als Irrlehre brandmarken. Das ist nicht die ganze Kirche, das ist ein Einzelchrist. Das meine ich nicht mit der ganzen Kirche. Irrlehre von damals, in den ersten Jahrhunderten, wenn man das sieht in der Geschichte, bis heute, Irrlehre ist eine Sache der Kirche, der ganzen Kirche, dass sie spricht als Kirche und sagt, dies ist nicht biblische Lehre, das ist Irrlehre. Das heißt nicht, der Einzelne hat nichts zu melden, das machen dann wieder die Profis unter sich aus. Nein, jeder Einzelne in unserer Gemeinde zum Beispiel kann mich in der Irrlehre bezichtigen. Also ich hoffe nicht, sonst müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden, aber kann das bei unserem Kirchenrat tun. Der Kirchenrat kann dann sagen, ja, das ist richtig, das ist Irrlehre, dann haben wir ein Problem. Oder er kann sagen, nee, das ist keine Irrlehre, dann ist alles gut. Dann muss der einzelne Christ sagen, okay, habe ich mich getäuscht. Und so kann das dann weitergehen. Es gibt ja auch andere Gerichtsbarkeiten in der Kirche, also nicht nur die Ortsgemeinde, sondern auch darüber hinaus. Und das ist sehr wichtig. Aber so funktioniert es mit Irrlehre nicht. Der Einzelne stellt sich hin und sagt, ach, das, was ich in meiner Gemeinde höre, das ist alles Irrlehre, damit habe ich nichts zu tun. Sondern das ist eine Sache der ganzen Kirche. Und das führt uns auch zu dem Thema, das uns ja auch immer wichtig ist. Deshalb muss auch eine Kirche eine bekennende Kirche sein. Und die Kirche kann gar nicht richtig urteilen über gute Lehre, solide, gesunde Lehre und Irrlehre auf der anderen Seite, wenn sie nicht einen Maßstab hat, wenn sie nicht das System, von dem wir gesprochen haben, das System von Lehren, zusammenhängenden Lehren in der Heiligen Schrift erkannt hat. Und genau das tut man in einem Bekenntnis. Das ist wichtig zum Schluss. Also das Fazit, Irrlehre, ich denke, das sehen wir, Irrlehre ist eine ernsthafte Sache. Es ist nicht ein Begriff, den wir einfach so inflationär gebrauchen sollten. Es ist eine ernsthafte Sache. Aufgrund von falscher Lehre kann man verloren gehen. Und wir haben gesagt, das andere gilt dann auch. Um gerettet zu werden, braucht es richtige und gesunde Lehre. Nicht nur das Gefühl. Und wir haben deshalb eine Verantwortung als einzelne Christen, wahre Lehre zu glauben, anzunehmen. Und natürlich die Lehrer haben eine umso größere Verantwortung, wahre Lehre zu verbreiten. Gleichzeitig, wie gesagt, nochmal die Erinnerung, nicht jede falsche Auslegung von irgendeinem Vers, nicht jede theologische Aussage, die nicht richtig ist, ist automatisch schon gleich Irrlehre, sodass Menschen da verloren gehen, wenn sie das glauben.